Smart Building würde ich heute so definieren, dass als Mindestanforderung die Steuerung von Heizen, Kühlen, Lüften, sowohl als auch die Steuerung des Sonnenschutzes und des Tageslichts, Kunstlichtes gewährleistet sein müsste. Für uns hat Smart Building die Bedeutung, dass unsere Gebäude für die Nutzer sehr viel flexibler und individueller gestaltbar sind. Ob es jetzt den Arbeitsplatz angeht oder aber die persönliche Wohnung oder das Haus, darin sehe ich die größten Vorteile. Also für uns sind smarte Gebäudefunktionen in der Steuerung von Gebäuden seit langem eigentlich gesetzte Module. Ob es Klappensteuerungen sind, die gläserne Hallen be- und entlüften, ob es Sonnenschutzsteuerungen sind, all diese Systeme sind da. Das Besondere am Smart Building ist vielleicht eher, dass sich diese Einzelelemente und Komponenten besser und einfacher vernetzen lassen. Ja, vielleicht als besonderes Projekt, was wir in den letzten Jahren gebaut haben, ist das Projekt Float im Düsseldorfer Hafen. Das Gebäude ist hocheffizient. Es ist in Teilen smart gesteuert. Dort, wo Klappen und Fenster sind zur Be- und Entlüftung, einer Passerelle, die mehrere Gebäudeteile miteinander verbindet. Das Gebäude ist hocheffizient, obwohl es vielleicht eines der letzten Glashäuser ist, die momentan und in den letzten Jahren gebaut worden sind. Als nachhaltige Mehrwerte würde ich in der Tat sehen, das Thema von Steigerung der Energieeffizienz. Wenn ich mir vorstelle, dass ganz tagesaktuell wir eine CO2-Steuer bekommen, dann wäre das ein Modul oder eine Möglichkeit, womit zum Beispiel Mieter auch gegensteuern könnten, indem sie energieeffizientes Verhalten selbst programmieren können. Das finde ich ist ein guter Beitrag, auch letztendlich um Heizenergie zu sparen oder halt Strom in Form von Beleuchtung eben einzusparen. Ich bin davon überzeugt, dass Smart Building die Nutzung von Gebäuden, gleich ob es jetzt Bürogebäude oder Wohngebäude wird, in den nächsten Jahren stark verändern wird. Wahrscheinlich ähnlich wie das Smartphone auch das Leben verändert hat. Aber vielleicht ist das Thema Smart Building ja gar nicht das einzige, sondern der Weg vom Smart Building ist dann der nächste Richtung Smart City. Wir sind sehr offen für dieses Thema in all den Gebäuden, die wir konzipieren. Wir glauben, dass das eine gute Zukunft hat und dass es sowohl zum Nutzen der Bewohner sein kann, als auch zur Steigerung von Effizienz und Flexibilität, gleich in welchem Gebäudetypus.